Das folgende Unboxing und Review wird euch präsentiert von PDA Square, www.pda-square.de. Hallo liebes YouTube, hier sind wir wieder, die Tech-Profis. Und heute ist ein Paket gekommen, und zwar von PDA Square. Ja, da bedanken wir uns für, dass die uns ein Produkt zur Verfügung gestellt haben. Und das werden wir jetzt auch direkt für euch unboxen. Jo, also machen wir hier erstmal den Gipferschein. So, oh, und da geht das jetzt schon fast auf. 491. Ja, 491, was das wohl bedeutet, das ist bestimmt irgendwie das Paketzentrum, wo das herkommt. Ach, ich dachte schon, ich krieg's ohne Schere auf. Ja, dann musst du noch ein bisschen mehr Spinat für essen. Dann klappt das auch für dich. So, jetzt haben wir das auch hier auf. Und zack. Und hopp, hier auch auf. Was kann man denn alles bei PDA Square kaufen? Ja, bei PDA Square kriegt man eigentlich alles für ein Mac, für ein iPod, fürs iPhone, Zubehör und sonstiges. Also ein richtig toller Laden. Und ihr seht schon, was wir bekommen haben. Wow, das ist richtig cool. Und zwar ist es von Just Mobile. Oh. Die machen sehr, sehr coole Sachen, kann man ja nur dazu sagen. Der Xtend, aber nicht der Xtend fürs MacBook, das gibt's ja auch, sondern der Xtend für den iPod Touch der ersten und zweiten Generation, Leute. Ist das nicht toll? Guckt euch mal an, wie schön das verpackt hier ist. Hier steht nochmal alles drauf. Die solide Aluminiumkonstruktion in puristischem und hochfunktionellem Design harmonisiert optimal mit ihrem iPod Touch. Ja. Ja, dann pack es doch einfach mal so aus. Ich werde das jetzt hier mal direkt live in diesem Video noch auspacken. Steck den iPod mal rein. Und auch direkt live on the fly reviewen, wenn das alles hier klappt. So, da hier muss man es auch nochmal aufmachen. Just Mobile macht sehr, sehr coole Sachen für Laptops, also für die ganzen MacBooks, die auf dem Markt sind, und MacBook Pros. Machen coole Sachen auch für das iPhone. Und das hier ist jetzt für den iPod Touch, wie schon gesagt. Also eine sehr solide Verpackung, würde ich mal sagen. Sieht sehr hochwertig aus. Ja, Just schön. Mobile macht doch eigentlich nur sehr hochwertige Sachen, würde ich so sagen. Und hier haben wir noch eine Box drin. Wer steckt schon gerne seinen heiligen iPod Touch oder stellt seinen MacBook auf ein Plastikgerät? Und hier steht Open, und ich sollte das hier jetzt eindrücken wohl, aber ich versuche mal, dass ich das auch ohne das hinkriege. Ja, habe ich geschafft. Hier vorne haben wir das drauf. Oh, hier ist auch die Anleitung, man soll das erstmal abschrauben hier. So, entfernen wir das mal. Ups, da. Wem es gefällt, der kann das natürlich auch sofort auf dieser schwarzen Box machen. Jetzt gucke ich mal, was mir hier weggefallen ist. Welche Unterlegscheiben? Nein, das ist nur Pappe. Und hier ist der Ständer. Und der Tim kann vielleicht mal ganz kurz schwenken. Ich habe hier nämlich selbst mein MacBook auf solch einem Ständer drauf. Der ist aber nicht von Just Mobile, sondern von Rain Design. Und ja, das ist ein Ständer für ein MacBook. Sehr solide. Genau. Und ich blicke gerade mal in die Runde und hole jetzt hier ganz live dein iPod Touch von dem Solarladegerät. Ja. Ja. So. Machen wir einen Cut. So. Also, hier haben wir den iPod. So, das ist jetzt der iPod, genau. Und ich packe das mal hier weiter aus. Die Plastiktüte. Und schneide das mal mit der tollen Schere auf. Ja. Schneiden. Heiß es einfach auf. So. Und hier haben wir den Ständer. Was haben wir denn noch in der Box? Hier haben wir noch so kleine Gummifüßchen. Noppen. Ach ja. Und zwar wahrscheinlich, wenn die hier irgendwie verloren gehen oder abhanden kommen. Oder für die andere Generation iPod. Hat man einen Ersatz. Oder für die andere iPod-Generation. Das kann natürlich auch sein. Aber die sehen exakt gleich aus. Was ich sehr cool finde, ist bei diesen Gerätschaften. Nein, hier. Du hast recht, es ist für iPod Touch. Ja.
Erste Generation, dann ist die zweite wahrscheinlich jetzt drauf schon. Ja, die ist ja auch viel häufiger verkauft worden, würde ich mal So. sagen. Und ich möchte noch ganz kurz unseren Abonnenten etwas zeigen. Und zwar hier dieses Loch. Das ist nicht einfach so aus stylischen Gründen. Das sieht natürlich auch sehr cool aus. Aber das ist natürlich auch dazu da, um eure Kabel da durchzuführen. Und das Ganze dann etwas ordentlicher zu gestalten. So, wollen wir den noch mal zusammenbauen? Das wollen wir noch mal gucken. So. Das Ganze kann man hier auch variieren, je nachdem, wie hoch man das haben möchte, ob man das höher festschraubt oder nicht, bleibt einem selbst überlassen. Dann kann man es auch noch drehen. So, und jetzt habe ich das festgeschraubt und das Tolle ist, ihr seht es, man kann das hier noch drehen. Und jetzt werde ich hier mal meinen iPod Touch der zweiten Generation, ein bisschen dreckig. Der hat hier noch, wenn ihr euch fragt, was das ist, hat noch eine Schutzfolie drauf. Und jetzt würde ich mal gucken. Ja, der passt hier. Oh, da will ich nicht meine Folie abmachen. Quetschen wir den mal einfach hier rein. So, und schon ist der drin. Kann ich den nochmal anmachen? Zack. Wäre es jetzt ein iPad, würde sich das hier direkt richtig ausrichten. Das klappt ja beim iPod Touch nicht. Machen wir es mal so. Und ihr seht, wirklich, das sieht wunderbar aus. Es passt alles. Es lässt sich drehen. Man kann jetzt hier, es gibt ja so ein Programm, dass man noch so eine Laufschrift hat. Das könnte man jetzt praktisch so machen. Oder man kann einfach das auch dafür benutzen, dass man Filme darauf guckt. Wenn man das so vor sich dann hat, kann man gut Filme drauf gucken. Ist ja der perfekte Winkel auch. Ja, und es sieht natürlich extrem schick aus, wenn man das auf seinem Schreibtisch stehen hat. Wie gesagt, das gibt es auch noch fürs iPhone und für den iPod Touch der ersten Generation. Also das ist ja hier sogar mit dabei. Und das Ganze ist hier nochmal, wenn der Tim nochmal rankommt, können wir hier nochmal gucken. Hier ist es nochmal so eingelasert, dieses Just Mobile. Und hier haben wir noch Gummifüßchen drunter, dass das auch wirklich rutschfest auf dem Tisch steht. Und hier die Gummifüßchen, damit der auch nicht zerkratzt, der iPod Touch. Ja, ein sehr schönes Produkt. Und das Ganze ist natürlich aus Aluminium noch, muss dazu gesagt sein. Also wirklich schön leicht, fühlt sich gut an, brushed Aluminium, passend zum Apple-Look. Und das war's zu diesem Produkt. Wir freuen uns noch sehr darüber, dass wir das zur Verfügung gestellt gekriegt haben. Und ja, wir piecen jetzt mal aus. Wir sind die Tech-Profis und wir sind raus. Ciao. Ciao, Leute!